So, ihr Schluris. Puh, es ist gerade 8 Uhr oder sowas. Meine Stimme ist gerade am Versagen. Ja, ich glaube, ich werde krank und meine Haare sehen blöd aus, aber egal. Ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge OMG, weil ich schon so lange keine OMG-Folge mehr gemacht habe. Genau gesagt, gestern. Ja. Aber ich versuche ja jetzt gerade so jeden Tag ein bisschen über mein Leben zu erzählen und deswegen habe ich mir gedacht, heute rede ich mal ein bisschen über meine Hobbys und ich will, dass du, lieber Zuschauer, also Razer, der gerade zuschaut, einfach mal in die Kommentare schreibt, über welches Hobby ich mal genau reden soll. Ich war so ein Kind, ich hatte einfach keinen Bock auf Schule und war lieber irgendwie mit irgendwelchen Hobbys beschäftigt und eins meiner ersten Hobbys war Volleyball, weil meine beiden Eltern sind Trainer und da musste ich schon, bevor ich laufen konnte, musste ich schon pritschen und baggern können. Allerdings war es so, dass ich dann in meiner Jugend es übertrieben habe mit dem Volleyball und irgendwie habe ich mir da meine Schulter kaputt gemacht. Eigentlich sind beide Schultern kaputt, aber meine rechte Schulter, weil das war mein Schmetterarm und den habe ich mir da komplett zerstört und deswegen ging dann gar nichts mehr. Ich war da im deutschen Kader vom Volleyball und wäre eigentlich auch in die deutsche Mannschaft gekommen, aber dann ging das kaputt, weil ich so dumm war und es war damals so eins meiner Lieblingsdisziplinen bei den Bundesjugendspielen oder Turnfest oder wie man dazu sagt, also das ist der Tag, wo man dann Sport macht anstatt Schule, da war meine Lieblingsdisziplin das Werfen und ich hatte in der 7. Klasse hatte ich bereits den Schulrekord von 56 Meter oder sowas war das glaube ich damals, hatte ich da schon gebrochen gehabt. Und ich wollte immer besser werden und Werfen war echt so meine Lieblingsdisziplin und deswegen habe ich mir gedacht, hey, gehst aber mal hin und nimmst so einen 1 Kilo Medizinball und wirfst den mal durch die Halle, ne? Mit, wie alt war ich da? Ich glaube, dann war ich 14 oder 15 und habe mir gedacht, jo, gehst mal ein bisschen hin, wirfst ein bisschen Medizinball durch die Halle und ich habe es auch geschafft. Das war also ein Volleyballfeld, so groß war die Halle ungefähr und da habe ich von einem Ende zum anderen Ende geworfen. Und so die ersten 10 Mal ging es gut und beim 11. Mal macht es auf einmal und dann war meine Schulter einfach im Arsch. Also, ja. Ja, damit war ungefähr meine Werfkarriere dann im Eimer. Ich habe vor kurzem habe ich nochmal geworfen. Immer wenn ich werfe, tut meine Schulter so höllisch weh. Also ich kann maximal einmal werfen und da hatte ich dann, ich glaube, wie viel waren es? Keine Ahnung, 47 Meter oder so. Also richtig erbärmlich irgendwie. Genau, so viel zu dem Thema Volleyball. Genau. Dann kam das Turnen dazu. Das war dann noch, als noch meine Schultern gut waren. Da war ich dann insgesamt 6 Jahre lang im Turnen und Bodenturnen war meine Lieblingsdisziplin, weil ich finde das einfach cool. Dafür brauchst du keinen Gegenstand wie Bache oder Reck, sondern du gehst einfach auf den Boden und machst da so ein paar Tricks. Das Problem war, ich war dann auch so 3-mal in der Woche Turnen und war dann so sehr angetan auch davon, aber der Trainer kam dann irgendwann zu mir und hat mir im Endeffekt gesagt, ich bin einfach zu groß fürs Turnen. Also er hat gemeint, ich soll mal lieber nicht mehr ins Elite-Turnen kommen, sondern nur noch ins Standard halt. Und da habe ich dann später erfahren, ich war halt einfach zu groß, weil ich halt auch Volleyball gespielt habe. Da streckst du dich ja die ganze Zeit beim Turnen, zerstörst eigentlich deine Gelenke und bleibst deswegen auch ein bisschen kleiner. Deswegen ging das dann aber mit dem Turnen nicht mehr, das war dann eines meiner anderen Hobbys. Dann habe ich immer so alles mal ausprobiert. Also ich habe auch Fußball gespielt, das hat mir aber nicht so gut gefallen. Und deswegen, Fußball hat mich noch nie so wirklich interessiert. Ich weiß, Junge, der kein Fußball spielt, was? Aber irgendwie hat es mich echt nie so dann irgendwie geritten. Dann, was habe ich noch so gemacht? Ich habe halt immer so versucht, außergewöhnliche Hobbys mir anzueignen. Wie zum Beispiel das Beatboxen, das kennt ihr wahrscheinlich schon durch meine andere OMG-Folge. Oder das hier habe ich auch mal gemacht, den Speedcube. Ich kann ihn mal ein bisschen verdrehen hier. Habe ich in der Oberstufe, glaube ich, erst angefangen oder so. Oder in der 10. Klasse. Weil es mich einfach interessiert hat, wie das funktioniert. Immer wenn ich irgendwas sehe, wo ich richtig einfach cool finde, dann will ich es einfach können. Und dann übe ich so lange, bis ich es kann. Und dann höre ich meistens auf damit. So, das ist jetzt auch bei dem Würfel. So, ich fange jetzt mal an, den zu lösen. Also früher konnte ich den relativ schnell, was heißt schnell, war halt... Es war einer in meiner Klasse, der konnte den noch viel, viel schneller lösen als ich. Ich war da immer so der Noob dann in der Sache. Aber ich glaube, mit 14 Sekunden lag ich eigentlich dann ganz gut in der Average-Zeit, also in der Durchschnittszeit. Allerdings, boah, ich weiß gerade gar nicht, wie der nochmal geht hier. Ich glaube, der muss dahin. Der muss dahin. Oh, der muss. Keine Ahnung. So, wo muss der hin? Der muss dahin. Oh mein Gott, jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter. Ich bin schon so lange mal gedreht. Der ist auch uralt, der Wirbel hier. Das sieht man, der ist nicht mehr so. Der dreht sich nicht mehr so smooth. Ah ja, jetzt. Genau. Speedcubing zum Beispiel, also den Zauberwürfel lösen. Oder das hier, Penspinning. Wow, habe ich auch in der Schule gemacht und da habe ich das die ganze Zeit gemacht. Als ich dann
mit der Schule fertig war, habe ich dann wieder damit aufgehört, weil, naja, warum soll ich mich in meiner Freizeit hinsetzen, vor meinem Computer und irgendwelche Tricks üben? Aber das habe ich sehr intensiv in der Schulzeit gemacht. Oder das Zaubern, genau. Und viele lachen mich immer aus, wenn ich sage, ich zauber, weil das klingt so ein bisschen, schon ein bisschen billig so. Aber, angefangen habe ich mit Coin Magic, also mit Geldmünzen. Und ich habe mich einfach dafür interessiert, so Leute zu verarschen. Also mir ging es nicht nur, oh, da kommt Glitzer auch raus. Warum kommt da Glitzer aus den Karten? Entweder war ich da mit einem Stripclub oder in irgendeiner Glitzershow, ja. Genau, also es hat mich immer interessiert mit dem Zaubern so. Vor allem halt einfach, weiß nicht, ich wollte immer so ein bisschen die Oberhand haben bei Manipulation. Und da bin ich schon bei meinem nächsten Hobby. Eins meiner Hobbys ist nämlich Psychologie. Was bedeutet, also ich in letzter Zeit hatte ich leider nicht mehr so jetzt die Zeit gehabt, dass ich mich mehr damit beschäftige. Aber ich sag mal, vor ein, zwei Jahren war ich richtig tief in der Materie drin. Also auch in Richtung Hypnose und Mentalmagie, also quasi die Manipulation des Gegenübers. Und da habe ich so ein paar Suggestionstests und insgesamt... Das Gesicht verrät so viel. Stichwort Mikroexpression. Ich habe ganz, ganz lange mich mit Mikroexpressionen beschäftigt. Was bedeutet, ich habe hier ein Programm, wo man eine Mikroexpression gezeigt bekommt in Nanosekundenbereich oder Millisekundenbereich. Und was bedeutet das, Mikroexpression? Das ist, stellt euch vor, jemand sagt euch was und ihr seht sofort, ob es eine Lüge war oder ob es wahr ist. Das ist Mikroexpression quasi, das ist angewendete Mikroexpression. Und eigentlich ist Mikroexpression nur, ihr könnt euch vorstellen, euer Gesicht ist konditioniert. Was bedeutet, wenn ihr ein Gefühl habt, dann bewegen sich diese Muskeln, die sich bei einer Makroexpression, also wenn ich zum Beispiel lache, dann sieht das so aus. So, und die Muskeln merken sich quasi, beziehungsweise mein Gehirn merkt sich das. Wenn ich mich gut fühle, dann bewegen sich die Muskeln. So, mein Brachiusmuskel. Und Mikroexpression bedeutet, dass du... unkontrolliert, das ist also, sobald du das Gefühl bekommst, jetzt das Gefühl froh sein, dass die Muskeln zumindest für einen Bruchteil von einer Sekunde anfangen zu zucken. Und das ist eine Mikroexpression. Das bedeutet, wenn jemand sagt, dass es ihm leid tut, aber es bewegt der Brachiusmuskel, also der Muskel der Freude, dann bedeutet das, dass er quasi gelogen hat. Also immer schauen, dann bei der Mikroexpression schaut man, ist das, also das, was er sagt, kongruent, also gleich mit dem Gefühl, was er in dem Moment hat. Und eine Mikroexpression kann ich euch jetzt schon mal erklären. Wenn ihr euch mit eurem Gegenüber unterhält und er macht diese Bewegung hier, Achtung, ich komme jetzt auch dumm vor, aber egal, der macht so, dann verachtet er euch. Das ist nämlich dieser Muskel hier. Wenn nur eine Seite des Mundes zuckt, dann spürt dieser Mensch in dem Moment Verachtung. Ich meine, klar, es gibt noch andere Mikroexpressionen wie Ekel, Freude, Trauer und so weiter und so fort. Und das kann man auch richtig gut lernen. Also damit kann man Menschen ziemlich gut durchschauen. Oder die Augen. Die Augen sind auch mega interessant, weil man muss sich vorstellen, man schaut ja immer mit den Augen irgendwo hin, wenn man nachdenkt, wenn man redet, ja. Und das hat ganz, ganz viel mit dem Unterbewusstsein zu tun. Also zum Beispiel oben ist die visuelle Ebene. Was bedeutet, wenn ich hochschaue, dann stelle ich mir was vor. In der Mitte ist die auditive Welle, sage ich mal, und unten ist die kinästhetische, also die Gefühle. Und dann kann man auch zum Beispiel sehen, ob jemand Rechts- oder Linkshänder ist, weil bei Rechtshänder ist links die Vergangenheit, also für euch jetzt wahrscheinlich andersrum, aber wenn ihr Rechtshänder seid, also rechts eure dominante Hand ist, das nicht bedeutet, dass ihr damit schreibt, sondern einfach, dass die dominante Hand ist, dann ist links die Vergangenheit. Wenn ihr also jemand fragt, was hast du gestern so gemacht und er schaut hier rüber, dann wisst ihr, okay, er ist Linkshänder. Damit könnt ihr ihn zum Beispiel mal beeindrucken. Beziehungsweise kann man auch sehen, wenn er jetzt davon erzählt, dass er gestern sich einen Kinofilm angesehen hat und er schaut dabei links runter, dann könnt ihr euch sicher sein, dass er entweder sehr, sehr emotional mit diesem Film verbunden ist oder er mit einer Person dort war, die emotional eben mit ihm verbunden ist, weil da unten ist die kinästhetische Vergangenheit, also die Gefühlsvergangenheit. Rechts unten ist stattdessen ein Selbstdialog und so weiter und so fort. Also gibt es so, so viel, da könnte ich stundenlang drüber referieren, das ist echt crazy. Psychologie, vor allem halt spezialisiert darauf, wie verhält sich ein Mensch und was bedeutet das? Zum Beispiel das eben mal eine Selbststimulation, wo ich gemacht habe, beziehungsweise mich hat es eigentlich nur gejuckt, aber man kann das als Selbststimulation in Betracht ziehen. Dann auch ganz viele Dinge über zum Thema Lügen. Zum Beispiel ist es ja ein Mythos, dass wenn jemand lügt, dass er wegschaut. Das ist genau das Gegenteil eigentlich der Fall. Was bedeutet, wenn jemand lügt, schaut er euch genau an, um zu sehen, ob ihr die Lüge schluckt, zum Beispiel. Und wenn ihr dann schluckt, dann bewegt sein Brachiusmuskel, weil der Körper freut sich dann, schüttet Adrenalin aus und belohnt ihn mit einem, das war eben eine Mikroexpression für Frohsein, zum Beispiel. Egal. Genau, das war eins meiner Hobbys. Ansonsten, ich will jetzt halt nicht so irgendwie damit, es klingt so, als würde ich damit prahlen. Es ist eigentlich ziemlich traurig, dass ich so viele Hobbys hatte, weil
ich habe mich null für die Schule dann interessiert in den Jahren, wo ich das gemacht habe, sondern mich viel mehr darauf spezialisiert, Hobbys nachzugehen. Wie zum Beispiel Skaten, das mache ich ja auch schon seit ich 13 bin oder sowas, ist auch eine meiner großen Leidenschaften. Dann seit 3 Jahren mache ich Splashdiving, also sowas wie Turmspringen, wo es möglichst hoch spritzen soll, das Wasser natürlich und nichts irgendwas anderes. Oh, hier sehe ich zum Thema Psychologie. Das hier sind auch Hypnocards. Was bedeutet das hier? Sind Suggestionen. Das bedeutet, wenn ihr bestimmte Wörter sagt, wie zum Beispiel du kannst Punkt, 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 wenn du dazu bereit bist. Das ist ein implementierter Befehl. Oder vielleicht bewirkt bla 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 das so. Das sind also ganz viele Karten, auf denen Suggestionen stehen. Also Formulierungen, mit denen man Menschen dazu bringen kann, das zu denken, was man eben will, dass er denkt, beziehungsweise dass er das tut. Genau. Das ist also eins meiner großen... Oh fuck, ich wusste, wenn ich über Psychologie anfange zu reden, dass ich das ganze Scheiß-Video nur über Psychologie rede. Dann zeichnen, genau, ich zeichne ja. Die Kunst ist ja ganz, ganz wichtig. Oh mein Gott, das wird ein langes Video. Ich schau mal gerade, ob ich hier irgendwas hab. Ob ich hier irgendeine Scheiße. Ah, das war's. Ja. Ich zeichne ja sehr, sehr gerne und ich studiere ja auch Kunst. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man das so erkennen kann. Da, was habe ich hier noch? Ja, das ist halt mein Skizzenblock, wo ich so diverse Dinge gezeichnet habe. Graffiti, wer mir auf Instagram folgt, wird wissen, dass ich mich auch sehr für Graffiti interessiere, beziehungsweise alle Arten der Kunst. Speziell natürlich das Zeichnen, weil ich ja auch ewig lang Manga gezeichnet habe. Ich war ja in der 10. Klasse kurz davor, nicht in die Oberstufe zu gehen, sondern stattdessen Manga-Zeichner zu werden, weil Carlsen Comics, ich habe ja bei so einem Manga-Zeichenwettbewerb gewonnen von Konichi oder Manga-Talente, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben die mir angeboten, dass ich eine eigene Manga-Serie veröffentliche, aber ich habe dann abgesagt, weil ich gesagt habe, ist mir doch ein bisschen zu unstabil. Naja, egal, auf jeden Fall, das war es jetzt erstmal damit. Ich habe noch ein paar andere Hobbys, aber das wäre jetzt echt alles zu viel. Ich sehe gerade nämlich, dass ich schon fast 12 Minuten geredet habe. Deswegen würde ich sagen, schreibt mal in die Kommentare, über welches Thema ich als nächstes, über welches Hobby ich als nächstes reden soll. Und dann, bis dann, haut rein, euer Race Team.